Alles klar, Freunde, und es geht weiter und immer weiter. Weiter geht's, sage ich dazu nur, und zwar jetzt zu Pokémon Villa. Da wollte ich auf jeden Fall rein, dass ich mir auf jeden Fall heute ansehen, was da in der Pokémon Villa abgeht. Ich weiß nicht, Pokémon Villa fand ich damals sehr, sehr interessant auf der Sinnoh-Insel. Da gab es auch, da hat man etwas auch lesen können zu Mewtwo und darauf bin ich echt gespannt, wie das so Ganze so sein wird. Aber an sich auch gibt es da, glaube ich, ganz nette Pokémon eigentlich in der Pokémon Villa. Egal, wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen, und haben, ja, hoffentlich unseren Spaß. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Versteht ihr? Spaß haben. Und genau, let's go. Bitte bei uns hier, ciao. Danke, ciao. Jetzt die Pokémon Villa, schauen wir uns mal an, wie das Ganze ist. Die Musik ist geil. Die Musik ist. Oh. Das sieht richtig geil aus. Genau, Slime hat sie gehabt. Ich glaube, ich meine, Fukano Solarstrahl sollten wir hier bekommen. Geil, das wird geil, das wird geil. Ich freue mich schon richtig drauf, Freunde. Kann man hier runterfahren? Nee. Überleg mal. Oh, Slime Rock, okay. Geil. Da geht's hoch, hier geht's weiter, ja. Slimer. Oh, es sieht so geil aus. Ich habe jetzt quasi. Ah ja, das muss ich auch gleich machen. Mach ich gleich. Ich habe jetzt quasi das im Kopf, wie es auf 8-Bit aussah. Wow! Magma! Boah, Magma, was? Aber fast hätten wir es, fast hätten wir es. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Magma, ich finde Magma geil. Nice, nice, nice. Oh, geil. Geil, richtig geil. Geil. Der Kampf Magma gegen Glurak war richtig insane. So, ich will hier was lesen. War das hier oder wo stand das? Oh, Radika wieder eskaliert. Okay, hier geht nichts. Ich werde den Schalter gleich betätigen. Oh, da hinten ist ein Pokémon. Würde mich einfach nur gerne kurz noch umsehen. Und zwar, Moment, Freunde. Genau, hier soll es dann aufgehen. Oh, Radfratz. Oh, da ist ein Pokémon unterm Tisch. Geil, ich finde das geil. Guck mal, einfach unterm Tisch gesetzt. Geil gemacht. Top Lock Parfüm, okay. Die Musik ist geil. Klick, du hast einen Verschenkungsschalter betätigt. Dankeschön. Ciao. Du hast ein Geräusch gesagt, dass sich irgendwas bewegt. Danke, ja. Ich weiß Bescheid, mein Freund. Was war das? Ditto! Aber wir haben schon ein Ditto. Stimmt, wir haben ein Ditto. Oh. Lol, okay. Egal, wir fangen es einfach mal. Ich dachte, hä, was war das? Was war das gerade? Ditto. Ditto, so witzig einfach. Keiner weiß. Auch echt interessant, was Ditto eigentlich ist, ne? Also, boah. Da gibt es auch viele Spekulationen, Mysterien, Theorien und so, etc., etc. Oder wie Ditto zustande kam. Alter! Oh mein Gott. Und sowas, und so weiter und so fort. Aber Ditto, mir scheißegal, komm einfach in den Pokéball. Ihr habt nicht so viel Zeit für dich, mein Freund. Wenn ein Shiny flieht ohne. Oh mein Gott, ich würde so kotzen, wenn ein Shiny flieht. Was ist das? Guck mal. Was predigt ihr, was da erscheint? Radikal. Radikal, it is. Ich glaube, wir müssen die Stadt gleich wieder, glaube ich, eigentlich betätigen. Ich bin mir sicher, dass man zweimal betätigen muss. Ah, oh, hier hat es noch einen. Okay, okay, verstehe. Ist ein Dieb. Der
Haben die geil gemacht, aber guck mal, wie der aussieht. Ja, haben die geil gemacht. Das Design von dem Dieb. Dieb Arnie. Oh lol, guck mal, der ist echt witzig. Galoppa. Oh, nice. Oh, majestätisch. Oh, Galoppa sieht echt geil aus. Galoppa haben die echt gut getroffen, verdammt. Bam. Wie nah? Orele, orele, gandale. Raus mit dir. Ja, war gut diesmal, war gut. Oh, meine Beute, oh, mein Bruder, Stracciatella. Oh, was ist das? Oh, ich wollte das nicht. Ja, danke, ciao. War schön, ciao. Diesmal fliehe ich vor euch. Kurz abchecken alles. Okay, muss ich Schalter betätigen. Ich glaube, da steht. Ja, au, da soll irgendwas zu mir zustehen. Hä? Okay. Das meinte ich mit damals einfach runterfallen. Ich glaube, damals ist man einfach runtergefallen. Jetzt hat es eine Leiter. Nett. Kam ich von hier? Nein. Wow, okay, warte mal. Ich kann sich schon verirren. Jetzt bin ich. Warte mal, wo sind wir hier? Da ist auch ein Buch. Jetzt, Freunde, jetzt interessant, was hier drauf steht. Tagebuch, 5. Juli. Ich habe tief im Dschungel, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich es lese. Eine neue Art Pokémon entdeckt. Mew. Das war Mew, das war Mew. Oh, ich bekomme Gänsehaut, weil ich mich an den Anfang vom ersten Pokémon-Film gerade erinnere, bei Nacht, Freunde. Boah, das ist richtig geil gewesen. Too much. Too much, too much. Aber ging es so weit hoch? Was geht hier? Ging es wirklich so weit hoch damals? Weiß es gerade nicht. Aber wir checken erstmal die untere Etage ab. Ah, da, okay. Hä? Ah. Ciao, war schön. War schön, hat Spaß gemacht. Ciao. Hey, geh mal weg. Oh. Oh. Weg mit dir. Ja, wir checken erstmal Etage für Etage ab. Ich will auf jeden Fall nichts verpassen hier mit dieser geilen Grafik. Ah, ein Schreck, ja, du bist ein Trainer. Trainer-Coach, ja, 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 ja. Komm, lass mal kämpfen jetzt. Ivy. Boah, drei Pokémon. Georok. Naja, wir haben Pleasure Surfer. Genau das, deswegen haben wir das geskillt. Jetzt bin ich gespannt, ob es ein One-Shot wird. Ah, wie geil. Nice, Torino, genau, war nice. Sehr cool. Tick-Tree, her damit. Quapo, oh Lord. Ich weiß jetzt nicht mal, was für eine Attacke wir bekommen, weil wir sie ja zerstört haben. Wow, wie groß Quapo ist! Was? Der hat es auch noch überlebt. Weiter, so, mal weiter. Überroller? Boah, lol, geile Animation. Geil. Spritzentobo. Keiner weiß. Oh wow, sieh mal eine an. Nein. Steinhagel, okay, korrekt. Steinhagel, sehr schön. Ja, bla bla. So, jetzt lass uns aber mal diese Etage abchecken. Ganz rechts waren wir, ja.
Unten haben wir auch eigentlich alles abgecheckt. Wieder ein Magma. Oh, ich habe keinen Bock, dass du hin und her springst. Das war schön. Ciao, wir sehen uns. Keinen Sinn, ein Magma haben wir, das reicht. Da war der Schalter. Wie waren wir hier unten? Ja, hier war eine Dieb. Waren wir weiter unten? Das ist nicht vergessen, keiner weiß. Noch ein Magma. Ja, hier waren wir, okay. Ja, jetzt, ich hab keinen Bock auf dich. Oh, was? Habt ihr es gesehen? Der hat legit Stress. Boah, Slimer. Warte mal, ich will erstmal gucken, was hier abgeht. Weil vielleicht hat sie auch eine Barriere. Noch ein Tagebuch. Boah, noch ein Dieb. Boah, Ui Osoru. Ah, da geht's die Leiter runter. Oh Leute, der hat's. Dieses Haus ist echt riesig. Ja, ohne Spaß. Fällt mir auch gerade auf. Simon. Magma. Olere, orele, gandale. Oh. Slimer. Yeah, wir machen weiter. Okay, krass, es ist so geil einfach, das in dieser Grafik zu erleben, weil ich hab's gerade einfach in meinem Kopf, in 8-Bit-Style von damals. Deswegen, ich weiß, wie es damals so aussah in meinem Kopf, aber dennoch habe ich hier, oh Leute, falsche Dacke, Orientierung verloren. Und ich find's einfach geil, es ist einfach das anders zu sehen, es macht übel Spaß einfach. Es ist halt wirklich ein Spiel fürs das Spaß, also es soll einfach Spaß machen. Und das macht's, finde ich echt. Oh, ist jetzt so, okay. Ey. So nicht. Jetzt, ich will auf jeden Fall alle Bücher lesen, Freunde. Ich will wissen, was da steht. Eigentlich, ja, ich hab's. Ich weiß es mehr oder weniger, aber ich hab's natürlich vergessen, ne, von damals. Lange her. Aber trotzdem, wir jetzt einfach jetzt. Ah, 5. Juli hatten wir vorhin. Jetzt mal, was hier steht. Wie klein? Tagebuch, 6. Februar. Aus Mew ist ein neues Pokémon entstanden. Und da hört's bei mir auf. Ich habe dem Kleinen den Namen Mewtwo gegeben. Krass. Das sollte eigentlich Mr. Fujis Tagebuch sein. Ja, bin ich mir ganz sicher. Und wenn ich mich recht entsinne, ihr könnt mich gerne korrigieren, dann hat aber Mewtwo sieht ein bisschen menschlicher aus als Mew. Weil Mewtwo hat die Gene oder die DNA von... Oh, wie schnell der ist, was macht der? Von dem Arenaleiter vom Pyro bekommen. Von dem Arenaleiter von Snowbinsel, von Pyro. Wenn ich mich recht entsinne und das richtig gerade im Kopf habe, dann... Wardstyle mag mal geil. Die eskalieren komplett. Es ist so spannend. Es ist so spannend einfach. 10. Juli. Ich lese einfach nur Tagebuch 10. Juli und ich bekomme schon Gänsehaut. Ich verzeihe euch gerade nichts. Ich habe das neu entdeckte Pokémon auf den Namen Mew getauft. Ah, okay, ja. Für Februar hatten wir schon. Da sind wir schon ein bisschen weiter gewesen. Krass. Krass, krass, krass. Guck, warum tickt Magma so, Alter? Oh, oh, mein Herz. Ach Gott, Leute. Okay, ich glaube, sonst haben wir alles, ja. Ist so geil mit den Tagebüchern. Oh, jetzt ist hier zu. Muss wieder aufmachen. War hier was? Ich glaube nicht, oder? Hier war kein Tor. Okay, alles gut, alles gut. Steht hier was in den Büchern? Ich fand es damals cool. Damals in den Editionen stand auch in solchen Büchern was. Und ganz interessant fand ich bei Diamant und Perl zum Beispiel oder in XY. Da stand auch in solchen Büchern in den Museen, lol, echt vieles drin. Das hat echt Fun gemacht. Genau das hatte ich im Kopf, dass ich das Time einmal anmachen muss, einmal ausmachen muss. Glaube ich. Ja. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Jetzt ist hier offen, jetzt können wir hoch. Richtig, richtig, richtig. Okay, sehr schön. Sehr schön. Sehr so. Oh, oh. War schön, Radikal, ciao.
Okay. Ja, mal langsam. Die ist zu, hier ist open. Slimebomb einfach, okay. Oh, Alter, warum habe ich die gerade erschreckt? Keiner weiß, war gerade richtig fokussiert. Schmarotzer, okay. Okay, jetzt können wir hier quasi nur noch runter. Von hier aus. Einmal aufbauen, bitte. Genau. Da haben wir noch einen Forscher. Da geht's runter. Da haben wir mal einen Forscher. Wir gucken, was da rechts ist, gerne. Und dann gehen wir auch die Treppen runter, aber. Was hat er gesagt? Was hat er gelebt hier? Götz, lol. Mario Götze. Ey, was? Doch, Götze. Hieß er nicht Mario Götze. Oder? Ich hab mich gerade gewundert, weil ich hatte dann irgendwie Mario Gomez im Kopf. Hieß er nicht Götze? Also Götze mit Vornamen. Wie ist Mario? Oder? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Whatever. Oh, Pikachu halt durch. Oh, Pikachu halt durch. Mach ja keine Faxen. Magma. Lass mal wechseln, komm. Jetzt Glurak mit Flammenwurf. Zum allerersten Mal sehen wir. Oder habe ich. Ich habe es, glaube ich, davon nicht eingesetzt. Let's go, Premiere, Freunde. Premiere. Oh mein Gott, haben wir lang drauf gewartet. Oh mein Gott, haben wir lang drauf warten müssen. Allah. Nice, endlich. Wirklich, Halleluja. Ja, guck, Glurak hat auch zu uns geschaut. Ich hab mir das nicht eingebildet mit Bisaflor. Geil! Ja, Glurak darf ruhig schauen. So ist es nicht. Bei ihm ist es nicht gruselig. Hä? Lass, hast du dich verlaufen oder was? Ich glaube ja. Zisch ab, komm. Hier mal ganz kurz Pikachu. Wie gesagt, gerne gucken, was hier rechts. Da war noch einer, oder? Da unten. Kapsel X-Treffer, okay. Ah, ne, hier geht's runter. Oh, interessant. Komm hin. Oh, was machst du, Mann? Ja, zisch ab. Achso, unser Ziel ist ja eigentlich, den Schlüssel zu finden, gell? Das habe ich total vergessen jetzt. Aber ja, wenn wir die Treppen runtergehen, dann sollten wir da quasi hinkommen. Weil ich habe einen ganz anderen Saal gerade im Kopf, wo es nach rechts, nach oben geht, dann nach ganz links und dort finden wir dann auch Solarschau unter anderem. So was früher zumindest. Ja, du willst kämpfen, komm. Ja, du wirst mir dabei helfen, stärker zu werden. The Dreams. Gullamore. Gilamor. Mit deinem Kingler kommst du nicht weit. Ich sage dir. Sorry. Oh ja. Oh, gut anfangen. Aggressive Attacke von Raza. Hm.
Weltraum 15 ist. Okay. Da war ja nur Pokémon, ne, was wir gehört haben und gegen ihn gekämpft. Okay, nice. Jetzt gehen wir mal die Treppen runter. Oh, nicht diese Treppen. Die Leiter, nicht Treppen. Die Leiter runter. Keiner weiß. Jetzt. Oh. Ah, jetzt. Aha, okay, okay, okay. Es leuchtet wieder ein. Ja, ja, ja. Genau. Du willst kämpfen? Ja. Jetzt geht er durch Slime oder was? Rage, der bleibt einfach stehen. Slimer blockiert alles. GG, danke, ciao. Aramon. Elektroball. Was? Ohne. Einfach im Anzug so, keiner weiß. Können in die Pause Pikachu kommen. Genau das. Ja, was du jetzt machen, ne? Kannst dich mal mehr summon. Brauchst deinen Finger so nicht ausstrecken, mein Freund. Diese ein Single Summon Finger bringt dir auch nichts. Raus mit dir. Kannst du wieder im nächsten Jahr summon. Let's go. Verpasst die ganze Broly Movie Celebration. Zack, raus. Aua. Nice. Ein Feuerstein. Knogger, was ist los? Aha. Wo komme ich hin? Hier komme ich da, wo ich hinkommen sollte. Richtig, das hatte ich im Kopf. Da oben teleportiere ich mich, glaube ich, wieder raus. Genau, endlich bin ich da, was ich im Kopf habe. Da links rum und dann genau das. Freunde, schaut her. Lies jetzt, lies jetzt. 1. September, Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Guck mal die Tor an. Sieht so geil aus hier in der Villa. Vor allem hier in diesem Stockwerk. Das sollte Solarstrahl sein. Was sieht bei. Was war das? Das hat sich ein bisschen anders angehört. Oh, Ludwig, warum kommst du mit 4 Pokémon? Ludwig. Oh, das hat sich angehört wie ein Smogon. Oder? Weiß grad gar nicht. Hoffentlich ist das Pokémon noch da. Das ist aber echt ein bisschen anders angehört. Aber ein bisschen anders. Noch was, noch was. Oh je, yeah, die A-Taste smashen. Was ist los? Aber das ist einmal das Gechillteste. Wenn du nur die A-Taste smashen musstest und dann warst du gechillt im Bett oder im Auto, so wo du gezockt hast mit deinem Gameboy, konntest du dich richtig hinlegen, einfach nur. Ja, dann hier halt nicht, aber so. Das sind zwei Button, so die du einfach drückst, ist auch so angenehm. Richtig geil. Ist auch jetzt so angenehm, so ist nicht. Smog, okay. Kriegst auch. Du zeigst mir eine weitere und kriegst auch von mir eine weiterentwickelte Attacke. Let's go, Pikachu. Genau das.
sehr schön. Let's auf 50, nice. La 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 la. Jetzt ist das Pokémon noch da, was da kam. Oh! Oder es war wahrscheinlich, ich glaube, es war Slime einfach, glaube ich. Ich verwechsel es, glaube ich, mit Smogon. Naja, was soll's. Hat es ja auch nicht Vulcanus gehabt? Oh! Das machst du, Penner. Rasch aber einen weiten Weg nach hinten gelegt. Zurückgelegt. Angelo! Ey! Lichtschild, oh ja. Au! Ganz knapp überlebt. Ah, oh, okay. Ey, lass mich durch. Ich betätige den Schalter mal noch nicht. Vielleicht ist es ein Bait. Gucken wir mal. Nee, vielleicht können wir noch irgendwo rein, bevor ich den betätigen muss. Oder sollte. Sonderbonbon weiß. Wie ich mich damals gefreut habe, als ich dann Sonderbonbon gesehen habe. Boah, ein riesiges Magma. Junge, ich habe keine Zeit für dich. Okay, doch nicht. Gott, warum eskaliert er so auf einmal, Magma? Keiner weiß, erst ganz gemütlich so, und auf einmal rennt es richtig schnell. So. Guck mal, was ist mit dem? Der läuft gegen die Wand sogar. Der rennt gegen die Wand. Oh mein Gott. Da steht an dieser Glasplatte. Er sieht sehr stabil aus, aber wenn. Hier war Mewtwo. Hier war Mewtwo. Im Film war es natürlich anders, aber da war es auf einer Insel, legit. Aber ich glaube nicht, dass es die Zinnobinsel war. Oh mein Gott. Oh, wie geil. Ich muss mir den ersten Film wiedergeben. Mit den 10 Minuten, die fehlen. Oh mein Gott, Mann. Oh. Was macht der? Interessant. Geheimschlüssel. Hier war früher ein Solarstrahl, Freunde. Ganz sicher, ich verzehre euch keinen Käse. Hier war früher ganz sicher Solarstrahl. Naja, was? Oh. Freunde, ich bewege mich mal raus. Wir gehen dann zum Pokémon Center, speichern dann dort im Pokémon Center, beziehungsweise machen dann Schluss für diesen Part im Pokémon Center und machen uns dann im nächsten Part auf dem Weg zur Arena-Leiter natürlich. Und genau. So verfahren wir dann. Aber ja, guck mal, siehst du, das habe ich auch voll unterschätzt. Ich dachte so, in der Villa werden wir nicht so viel Zeit verbringen, aber hey, jetzt schau. Oh Mann, jetzt schau mal, jetzt verbringen wir noch ein bisschen Zeit. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt. Ah, ich war legit, früher war hier Solarstrahl, ich bin ganz sicher. Auf dem Tisch, glaube ich, war es sogar. Eines von. Hast du verlaufen? Wenn man auf das Feld bitten will. Ja, was machst du hier? Wer bist du? Warum bist du alleine, Kind? Bide? Einfach so. Genau, Freunde, lasst uns kurz heilen und zum Pokémon Center gehen quasi. Da machen wir dort Schluss, gehen dann nächstes Mal zur Zinnobe-Insel, zum Arena-Leiter
Und dann darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir danach noch uns Arktos holen. Das wird geil. Lass es steht so demnächst an. Genau, Schwester Joy, halt unsere Pokémon-Freunde. Ich bedanke mich derweil auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganz auf jeden Fall Like. Pikachu und ich verabschieden uns hier von uns. Schwester Joy sagt auch BDB und zwar wieder. Krogger ist auch am Start. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.